ganz herzlich. Ich hätte mir heute sicherlich auch gewünscht, mal wieder etwas freundlicher zu gucken, dass wir gewonnen haben. Wir haben nicht gewonnen. Glückwunsch erstmal an den Gegner zu dem Ergebnis. Ich glaube, sie war heute die technisch cleverere Mannschaft. Wir haben es ja auch nicht geschafft, die letzten 15 Minuten ein Tor. Aber die beiden Trainer werden was sagen dazu. Bedanke mich trotzdem bei allen Dingen und besonders bedanke ich mich natürlich heute bei den Zuschauern. Wir bedanken uns heute wieder für 530 Zuschauer, die wir hier bei uns in der Halle hatten. Dankeschön nochmal dafür, Dankeschön auch für Ihr Engagement und für Ihr Kommen. Machen wir es wie immer. Zuerst unser Gästetrainer, Herr Herse, ein paar Worte zum Spiel. Ja, guten Abend erstmal. Ja, was soll ich, wir haben 2 Punkte geholt, was wir uns vorgenommen haben. War kein schönes Spiel, das habt ihr selber gesehen, sehr viele Fälle. Ich glaube, dass am Ende der Unterschied war, dass wir halt vielleicht ein bisschen mehr wollten und ja, den Abstieg noch zu verhindern, das ist ein großer Schritt heute. Und ja, so von die Jungs haben sehr gut angefangen. Dann durch den viel 2 Minuten Strafen sind wir irgendwie aus dem Rhythmus gekommen. Da und dann zweite Halbzeit hat uns der Torwart, der Sven, gerade wohl sehr viel geholfen, wo der da 5, 6 Bälle gehalten hat, 7 Meter davon, und das war, denke ich, das Entscheidende, weil wir vorne genauso wie Cottbus sehr viel Freischanzen weggelassen haben, ja, aber am Ende trotzdem das Spiel für uns entschieden können. Ja, das war's. Danke. Was natürlich verdient verloren. Glückwunsch an Corona. Wir haben es ja gerade schon ausgewertet mit Peter. Also wir haben beide Mannschaften den schönen Handball gespielt. Sicherlich war das Spiel sehr zerfahren, auch durch den einen oder anderen blöden Pfiff, aber immer auf beiden Seiten. Ohne Rückraum kann man eben kein Spiel gewinnen, wenn ich mir die Torschützen angucke. Wir haben es halt nicht geschafft, dass Nick und Markus und auch Taco in irgendeiner Form des Spiels heute in ihre Wurfpositionen kommen, beziehungsweise diese Würfe auch verwandeln. Natürlich steht wir können nicht mehr. Das steht da drüben natürlich auch, es ist nach dem Spiel immer relativ schwer, ja, weil man da auch geschrien hat. Da steht natürlich auch ein sehr, sehr guter Torhüter in der zweiten Halbzeit drin, der uns das Leben schwer gemacht hat, wobei ich die letzte Konsequenz unserer Spieler vermisst habe. Also man hat sich zu oft in 1-1-Situationen begeben, sich festmachen lassen oder dann versucht, irgendwo da einen Freiwurf rauszuholen, was nicht die Aufgabe der Spieler ist, sondern in die Lücken zu gehen, den Torwurf zu suchen und das Tor und nicht auf Freiwurf zu spielen, weil das ist ja nicht unser Spiel. Wir wollen nicht auf Zeit spielen und 0-0, sondern irgendwo mit 2-3 Toren gewinnen. Von daher haben wir das heute nicht verstanden, warum auch immer. Das müssen wir im Video analysieren und dann für die kommenden Spiele wieder auswerten, so wie es jedes Mal ist. Herr Körner wird jetzt eine schöne Heimfahrt haben und wir werden eine hässliche Trainingswoche vor uns haben, weil heute nicht irgendwo wir verloren haben, weil der Gegner so überklassig war, ohne es ist böse zu meinen, sondern weil wir einfach sehr, sehr schlecht gespielt haben, durch die Bank weg. Den einzigen, den ich vielleicht rausnehmen muss, ist Julie als A-Jugendlicher im Tor, der phasenweise gute Aktionen gehabt hat, nachdem wir ihn heute kurz vor dem Spiel gefragt haben, ob er zur Verfügung stehen würde. Ja, und Silvio Fischer können wir auch keinen Vorwurf machen, der hat nur in der Abwehr gespielt und das hat er vernünftig gemacht. Aber allen, die im Angriff gespielt haben, die waren heute unterirdisch. Ohne dass jetzt der eine oder andere vielleicht ein Tor gemacht hat, aber das war trotz alledem eine Katastrophe. Also ich bin ja für hässliche Sachen eigentlich gar nicht zu haben, von daher wird es sehr schwer, da was vorzubereiten. Aber wir werden sicherlich genauso intensiv trainieren, wie wir das auch gemacht haben, aber mit einem anderen Ton. Wir haben die letzten Wochen, nachdem wir wirklich gute Spiele im Baunatal gemacht haben, oder auch das Heimspiel gegen Dessau, wo man ja nie erwartet hat, dass man da gewinnen kann. Wenn man gesehen hat, heute stand uns ein Gegner gegenüber, der wenigstens von der Körpergröße her ähnlich wie wir waren. Wir lassen uns da schon was einfallen, aber genaue Details, das lesen das die Jungs und melden sich dann ab wegen Uni oder irgendwas, das wäre dann ein bisschen Quatsch, wenn das nur da drin steht.
Also wir sind jetzt auch nicht böse oder so, dass wir jetzt die Jungs da schleifen, aber wir müssen halt diese Sachen ansprechen und auch kritisieren. Und dann halt zielgerichtet gucken, was wir anders machen können. Haben wir doch gerade schon besprochen, dass wir noch 6 Punkte vom heutigen Spiel brauchen. 2 haben wir jetzt und wir haben jetzt 2 Spiele. Auerbach, Aschersleben noch zu Hause, auf Bad Neustadt. Derby mit Alferenz, dadurch mein letztes Spiel in Coburg, wo die Halle voll bestimmt wird, Abschied feiert da bestimmt und ja, unheimlich wirklich. Aber es kam mir vor, dass die Jungs den Sieg überhaupt nicht wollten, wenn ich das so sage. Es war halt, wir hätten schon viel früher, weil wie gesagt, wir haben beide sehr schlecht gespielt. Wir hätten viel früher schon mit 6, 7, 8 Toren führen können. Aber nee, wir machen bis zum letzten Pfiff dramatisch. Also die Erklärung für die schlechte Torausbeute, die habe ich ja schon gegeben, dass unser Rückraum heute nicht in der besten Form war. Aber man ist halt auch immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Also ich muss dem Peter ein bisschen widersprechen. Also bei euch hat man schon gesehen, dass das Leuchten eher in den Augen war mit euren Fans im Rücken, die ja auswärts ist ja also gut ab dafür, dass so viele Leute mitfahren. Und die haben vielleicht schon ein bisschen mehr den Siegeswillen gehabt, wobei euer Torhüter dann am Ende auch den Unterschied gemacht hat. Er hat wirklich, das ist ja selber gesagt, 5, 6, 7 Dinger hintereinander gehalten. Vielleicht fehlte bei unseren Aufbauspielern die letzte Konsequenz. Ich muss auch sagen, Martin Robert auf außen, der dann so ein bisschen verweigert, weil er denkt, auch vielleicht treffe ich den jetzt nicht, weil die wollen ja keine Fehler machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das als negativ sehen soll oder ob ich dann sage, gut, jetzt hat er, weil er sich nicht getraut hat, lieber weitergespielt oder in der ersten Halbzeit. Der kleine Tom Seifert, A-Jugendlicher, heute schon ein Spiel gehabt in der A-Jugend und sagt, ach Scheiße, kannst du mich nochmal runternehmen? Ich fühle mich gerade nicht so sicher. Also es sind diese Unterschiede, die wir einfach haben zu solchen routinierten Spielern, die Pirna an den Reihen hat, die schon jahrelange Erfahrung haben. Wenn du fragst, ob wir uns weiterentwickelt haben, natürlich auf jeden Fall. Also wir haben ja das Abenteuer Dritte Liga nicht angegangen, weil wir 20.000 Euro irgendwo wegschießen wollen für die Fahrtkosten, sondern weil wir den Jungs was bieten wollen. Und die Jungs sind hier geblieben und haben gesagt, die möchten das unbedingt, die möchten Drittliga-Luft schnuppern. Viele davon hatten das noch nicht und klar sind sie gereift. Das hat man leider heute nicht gesehen. Das hat man in Spielen gesehen gegen Dessau und gegen Kobold, nicht weil die positiv gestaltet wurden, aber auch in Baunatal, also bei so gestandenen Mannschaften, selbst in Bernburg, wo wir sehr, sehr gut mitgespielt haben. Und das ist schon, daran sieht man schon, oder gegen Magdeburg und Leipzig zu Hause, die da waren, die können das, denke ich, beurteilen. Und daran sieht man, dass die Mannschaft gewachsen ist. Und bei solchen Spielen, wo es pari-pari steht, da fehlt halt das Quäntchen. Also da denkt man, also die Jungs ohne, also ich will das denen nicht vorhalten, dass die da vielleicht leichtsinnig reingegangen sind, aber man denkt dann, okay, jetzt kommt Pirna, die sind 12. Die sind endlich mal auf Augenhöhe, also man kann sich mal irgendwo in die Augen sehen, weil sie eine Körpergröße haben. Das wird heute schon irgendwie. Und vielleicht ist dieser kleine Standardjahr hat vielleicht heute irgendwo dazu beigetragen, dass man einen Gegner, der vielleicht ein Stück motivierter war oder ehrgeiziger, dass der dann am Ende gewonnen hat. Ich will noch dazu sagen, ich will nicht jetzt sagen, dass die nicht gekämpft haben. Aber wenn du das mit Heimspielen vergleichen tust, und ich weiß nicht, ob das alle kapiert haben, wir spielen gegen Abstieg, wollen gegen Abstieg. Und die nehmen das als Hobby haben. Wir wollen natürlich nach vorne gucken, wir haben nur noch ein Ziel gegenüber Polheim, wir wollen nicht Letzter werden. Das nächste Spiel, wo ich Sie ganz herzlich begrüße, ist ganz sicherlich am 20.04. gegen Auerbach, gegen den Tabellen 14. Ihnen wünsche ich natürlich ein wunderschönes Wochenende, alles Gute vielleicht und ich hoffe, dass ich Sie alle wiedersehe hier am nächsten Heimspiel am 20. Dankeschön und guten Abend.